Der Kaiser wollte die Nussigkeit der einzelnen Kunst nur in gewissen seltenen Fällen bei bekannten Jokerdesigner und Erfahrung bestimmten Krankheiten anerkennen. Und also dann verglich er die Kunst des Arztes mit der Kunst des Ingenieurs. Bei regelmäßigen Belagerungen war die Grundsicher Barbans. Und die Regeln der Erfahrung aller so Fähigkeiten unter bekannte Gesetze gebracht haben. Deswegen hatte der Kaiser der Plan so einen Gesetz gemacht. Vermogedessen den Ärzten in Frankreich im Allgemeinen nur der Gebrauch von unschuldigen Heilmitteln erlaubt und ihnen der Gebrauch der Heroiken, das heißt derjenigen Mittel untersagt worden wäre, wodurch man die Leute ums Leben bringen kann, diejenigen Ärzte ausgenommen, welche mit ihren Gewerbe wenigstens 3 bis 4.000 Franken verdienten, was als denn schon, sagte er, Ersicherung, Kenntnisse und eine gewisse öffentliche Reputation voraussetzen ließ. Diese Maßregel, sagte er, wäre gerechter und volltätiger, jedoch rennen umständlich. In welcher Ökonomie befand, wäre sich noch immer zur rechten Zeit eingebracht gewesen. Die Aufklärung war noch nicht allgemein genug verbreitet, ohne Zweifel würde das Volk nur eine tyrannische Handlung in dem Gesetz gesehen haben, was es jedoch den Grauen seiner Hinkit entrissen hätte. Der Kaiser bat oft den berühmten Kommissar, seinen Leibarzt über die Arzneikunst genügte dieser unter Vorbehalte aller Ehren für seine Gesellschaft und für seine Kollegen, gestand ihm ein, er habe etwa dieselbe Meinung über die Sache und er handelte auch derselben gemäß in der Ausübung. Er war sehr gegen die Arzneimittel und bediente sich ihrer, selten die Kaiserin Marie-Louise war während ihrer Schwangerschaft sehr unpässig und plagte ihn oft, er mochte ihr Linderung verschaffen, da gab er ihr Pillen von Brosamen, die ihr auch wirklich, wie sie selber sagte, sehr gut bekamen. Der Kaiser sagte, er habe Kovisat so weit gebracht, dass er am Ende eingestanden habe, der Arznei-Kunst sei eine privilegierte Füßequelle, die den reichen Leuten Gutes tun konnte. Dagegen sei sie, dass Verderben der Armen. Aber sagte der Kaiser, glauben Sie nicht, dass bei der Ungewissheit der Arzneikunst und bei der Unwissenheit derjenigen, in deren Händen sie ist, ihre Resultate im Allgemeinen genommen den Völkern viel mehr gefährlich als nützlich sind? Kommissar gab das geradezu und sich selbst fragte der Kaiser, haben Sie in Ihrem Leben niemand ums Leben gebracht, das heißt, hat es Kranke gegeben, welche offenbar an ihren Arzneimitteln gestorben sind? Ohne Zweifel, fortsatte Kommissar, aber diese kann mir so wenig zur Last fallen. Als Euer Majestät, wenn Reiter durch ihre Befehl ums Leben gebracht worden wären, nicht weil sie ein schlechtes Manöver hätten machen lassen, sondern weil sie unterwegs einen Graben, einen Abgrund treffen, den sie nicht sehen konnten. Wanda kam, der Kaiser auf Probleme ohne auf Visionen, der er dem Doktor belegte. Was ist das Leben? Fragte er. Wann und wie erhalten wir es? Ist alles diese Sätze was anders als Geheimnis? Hierauf definiert
er die Unschuldige nach Heiteils einer Lücke oder Ausschweifung des Beurteilungsvermögens zwischen richtigen Begriffen und deren Anwendung. Eine Narr, Trauben in einem Weinberg, der nicht seine gehörte und ein verteidetem Eigentum, der in Verwürfe darüber macht. Wir sehen beide hier. Die Sonne zieht uns beide. Also habe ich das Recht, Trauben zu essen? Der vierte Werner, aber sei derjenige bei, welcher dieser Lücke oder Ausschweifung des Beurteilungsvermögens zwischen Ideen und Handlungen sicher zeige. Ein solcher beschneidet einem Menschen in Schlafe den Kopf ab und verwirkt sich hinter dem Gebäude, um über die Verlegenheit des toten Körpers sicher lustig zu machen, wenn er erwachen werde. Der Kaiser fragte auch den Doktor, was der Unterschied sei zwischen dem Schlafe und dem Tode, und er antwortete selbst mit den Worten, der Schlafe sei die Unterbrechung derjenigen Geisteskräfte auf einige Seite länger, auf welcher unser Wille wirkte. Und er trotz sei die beständige Unterbrechung nicht nur eben diese Geisteskräfte, sondern auch noch derjenigen, auf welcher unser Wille nicht wirkt.